Willkommen bei AI-Tipps und Tricks. Mit iOS 15 gibt es nun die Möglichkeit, eine automatische Texterkennung zu aktivieren. Das ist besonders dann praktisch, wenn ihr zum Beispiel an irgendwelchen Orten seid und Informationen abfotografieren und automatisch kopieren und einfügen wollt. Das funktioniert mit Visitenkarten, das funktioniert mit Schildern, mit Zeitungen, mit allem drum und dran. iOS 15 erkennt also automatisch den Text, ihr könnt ihn dann kopieren und einfach irgendwo weiterverwenden. Wie das genau funktioniert, das zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß! So, dann schauen wir uns mal gemeinsam an, wie die automatische Texterkennung auf Fotos und Bildern funktioniert. Wir öffnen zunächst einmal die Kamera. Ich habe jetzt hier einen Teebeutel von Frio und dort ist ein bisschen Text drauf. Das zeige ich euch mal jetzt. So, was jetzt besonders spannend ist, ist, wenn ich jetzt hier da drauf gehe, ich gehe mal etwas hoch, dann sehen wir relativ fix, dass eben hier ein kleines Icon erscheint. Und wenn ich dieses Icon jetzt einmal aktiviere, dann zeigt ihr mir, hey, ich habe hier Text erkannt. Und diesen Text, den können wir dann beim Fotografieren mit aufnehmen. Also ich mache jetzt davon einfach ein Foto, lege das mal jetzt zur Seite und öffne nun meine Fotos-App. Und hier bei der Fotos-App möchte ich euch mal einige Beispiele zeigen. Ich habe zum Beispiel hier Vollmilchschokolade, Schokowaffeln, und die habe ich eben gerade fotografiert. Und wenn ich jetzt hier rechts unten auf das Icon gehe, dann seht ihr, jetzt hat er auf einmal Sachen mit markiert. Die kann ich einmal gedrückt lassen und sag mal so und sag hier, machen wir alles, und hier hat er auch noch was erkannt, machen wir kopieren. Jetzt gehe ich in meine Notizen und würde dann einfach sagen einfügen, und dann seht ihr, dass er jetzt alles Mögliche von dieser Verpackung, hier Kakao 175 Gramm und zwar Schoko gut und günstig und so weiter, dass er das alles aus dem Bild rauskopiert hat. Was ja echt Wahnsinn ist, dass sowas mittlerweile funktioniert. Das gleiche schauen wir uns jetzt mal an bei Frio. Auch hier habe ich dieses Icon rechts unten und hier drücke ich jetzt auch einmal drauf, dass er mir das einmal anzeigt, bitte. So, gucken wir mal, ob er jetzt hier, genau, jetzt könnte ich hier auch theoretisch, ich sage jetzt einfach mal alles, mache jetzt hier kopieren, gehe jetzt hier wieder rein, sag fertig, neu und füge das mal ein und mal gucken, hier, da hat er auf jeden Fall einige neue Sachen hier, Frio, kalt aufgießen, Pfirsicharoma, Teebeutel, kaltes Wasser, aromatisierter Früchtetee mit Pfirsich-Maracuja-Aroma. Man sieht, dass es auch mal hier zu kleineren Fehlern kommen kann, wie zum Beispiel 1882, das zeige ich euch jetzt mal hier, hier gibt es ja 1882 und Teekanne, das hat er nicht ganz erkannt, da hat er irgendwie was anderes gemacht, aber den Rest, also die Sachen, die relativ deutlich geschrieben sind, die hat er super erkannt. Und genau so funktioniert die automatische Texterkennung auf eurem iPhone mit iOS 15. Wichtig ist, dass diese Funktionalität nicht bei allen iPhones funktioniert, selbst wenn ihr iOS 15 drauf habt. Meines Wissens nach ist das, glaube ich, nur ab dem iPhone 10 bzw. 10S möglich. Die Handys, die etwas älter sind, glaube ich, dass es dort nicht funktioniert. Schaut es euch da nochmal an. Wundert euch aber daher nicht, wenn das bei euch nicht funktioniert. Wenn ihr ein brandneues Handy habt, also zum Beispiel iPhone 12, iPhone 11 oder so, dann funktioniert das auf jeden Fall. Meiner Ansicht nach eine super Sache von iOS 15. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.